Auf die Plätze! Fertig! Los! Wir sind hier am Wackersee im Bundessportzentrum zum ersten Kindertrainer-Diplomkurs für Frauen, der erstmalig in Verbindung mit den drei Landesverbänden Salzburger Fußballverband, Steirischer Fußballverband und Kärntner Fußballverband durchgeführt wird. Wir haben ja Vorbesprechungen mit dem Referententeam gehabt und haben nicht genau gewusst, auf was wir uns da einlassen. Aber ich muss sagen, der Kurs hat alles übertroffen, was bis jetzt da war. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so interessant und abwechslungsreich wird, dass man wirklich so viele neue Leute kennenlernt und auch so viele verschiedene Meinungen und so viele Aspekte auf einen Punkt zusammenkommen. Also absoluter Wahnsinn eigentlich. Ich bin jetzt total froh, dass es nur Frauen sind, weil Frauen einfach ganz anders gegenüber Männern sind, was Trainer bzw. Trainerin angeht. Ich habe mich für diesen Kurs angemeldet, weil es ein reiner Frauenkurs ist und ich das einfach besser gefunden habe. Und ich glaube, wenn nur Frauen untereinander sind, dann sind sie leichter. Man wird dann mehr gehört. Ich glaube, wenn da jetzt 30 Männer wären, trauerten sie wahrscheinlich einige nicht mit bei den Übungen mitmachen, weil sie sagen, auch die Männer kennen das eh besser wie wir. Und da macht wirklich jeder mit und man wird auch gelobt, egal ob man gut Fußball spielen kann oder nicht. Und das ist sicher eine gute Sache auf jeden Fall. Beim ÖFB hat ja die Trainerausbildung einen hohen Stellenwert und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir jetzt nicht nur Kurse für rein für Herren haben, sondern auch jetzt den ersten Kurs für Frauen, der, glaube ich, immens wichtig ist auch, um die Person, also Frau als Person im Fußballgeschäft, im Trainerinnengeschäft einzubringen. Es ist schon wichtig, wenn man Trainer machen will, dass man die Ausbildung macht, weil es einfach echt, ich habe so viel dazugelernt und ich habe wirklich Sachen dazugelernt, was ich jetzt als Selbstspielerin nicht gewusst habe. Ja, die Themenschwerpunkte unterscheiden sich nur unwesentlich von denen bei den Herren. Das heißt, vor allem die Basistechniken stehen da im Vordergrund. Die 5 Basistechniken im Fußball werden detailliert mit den Frauen bearbeitet und in Spielformen und Übungsformen durchtrainiert. Für mich persönlich war die Vielseitigkeit extrem wichtig. Das heißt, die Praxis oben, das ist einfach verschiedene Variationen von verschiedenen Aufgabenbereiche kennenlernst, Ideen sammelst, das wird ja extrem viel Input zu jeder Spielform geben, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja, ich habe wirklich viel gelernt und man sieht ganz andere Sachen wieder mal und kann sich neue Inputs holen, was man braucht und habe wirklich viel mitgenommen. Es war alles interessant, es war die Theorie auch, also sie haben die Theorie sehr interessant gemacht. Aber eben die taktischen Sachen nehme ich echt viel mit, muss ich schon sagen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eine strengere Trainerin, aber ich habe sehr wohl mitgenommen, dass man oft ein bisschen ruhiger mit Kindern sein muss, damit die Kinder ein bisschen mehr zuhören und so weiter. Also das ist für mich eigentlich so der größte Schwerpunkt jetzt gewesen, für mich selber persönlich. Für uns ganz wichtig, um ein Signal nach ganz Österreich zu senden, dass der Frauenfußball angekommen ist und dass wir eine tragende Rolle in diesem Bereich übernehmen.